Tag zusammen, Hallöchen und seid willkommen. Und die kommen euch vermutlich bekannt vor, denn die habe ich euch ja neulich vorgestellt. Ich hoffe, ihr habt das Video gesehen. Wenn nicht, schämt euch, dass ihr das Video nicht gesehen habt. Jetzt habt ihr die Chance, es nachzuholen, also kurz rausgehen aus dem Video und erneut dann hier reinkommen, wenn ihr das Video gesehen habt. Und so, jetzt habt ihr das Video gesehen. Die Dinger habe ich ja getestet. Und damit machen wir jetzt Eis. Ben & Jerry's Cookie Dough Eis, allerdings nicht nur mit dem normalen Chocolate Chip Cookie Dough, wie er in Ben & Jerry's drin ist, sondern auch mit dem Salted Caramel Cookie Dough. Und zwar werden wir das hier benutzen und unser Eis selber machen. Genau, Eis selber machen, Vanilleeis mit, also Eiscreme mit Sahne, mit Zucker, mit Vanille. Und dann werden wir das Eis fertig machen in meiner Eismaschine. Die habt ihr, die versierten Zuschauer haben sie schon mal gesehen auf diesem Kanal hier. Und dann kommt am Ende der Keks gleich rein. Und dann machen wir uns das ultimative Ben & Jerry's Eis mit Massen an Kekszeug. Doch zuerst muss man so ein bisschen die Basis fertig mixen. Dazu gucken wir uns einmal kurz das Rezept an. Und genau, das machen wir jetzt. Hier haben wir erst das Ben & Jerry's Eisbuch. Ich verlinke es euch mal in der Beschreibung. Ich habe das damals von Amazon. Da gab es das nur in Englisch. Jetzt gibt es das auch in Deutsch. Das ist schon richtig alt, was ich jetzt hier habe. Ich schließe hier eigentlich irgendwo drin. 1907, nee, das kann ja nicht sein. Ich weiß es nicht, jedenfalls ist das Buch hier schon sehr, sehr alt. Da war ich ja gerade mal 2 und viele von euch noch gar nicht geboren. Genau, hier ist das Rezept für die Basis drin, wobei ich halt auch das mit Vanille machen würde. Ich möchte ein bisschen Vanillebasis drin haben. Das ist der Unterschied zu diesem Standard-Cream-Rezept. Hier ist dann eigentlich nur die Vanille. 2 große Eier, ich nehme 2 mittlere, weil ich mittlere Bio- und männliche Küken nicht schreddern Eier habe. Das steht da drauf. Mittlere und männliche Küken nicht schreddern Eier. Dann nehme ich nicht einen Cup. Ein Cup ist eine Tasse, ist deren Messeinheit, sind 240 Milliliter. Ich nehme 200 Milliliter. Warum? Weil ich nicht 2 Cups Heavy Cream habe, sondern 2 Becher, 200 Milliliter Heavy Cream. Also ich reduziere das ganze Rezept um ein Sechstel ungefähr oder so. Statt Vanilleextrakt nehme ich Vanillezucker und statt diese ganze Menge Zucker nehme ich ein bisschen weniger Zucker. Grundsätzlich, weil das viel zu süß ist, was hier drin ist. Und da kommt dann der Keks eigentlich rein. Ich zeige euch das jetzt hier nicht großartig, weil da nicht viel zu beisehen ist. Hier steht jetzt drin, man macht es mit den rohen Eiern. Ich persönlich erhitze das auf der Platte vorher, beziehungsweise lasse das pasteurisieren, nenne ich das jetzt einfach mal. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es pasteurisieren ist, aber ich erhitze es auf 70 Grad, damit theoretisch die Bakterien aus den Eiern kaputt sind, weil ich vertraue jetzt nicht den Supermarkteiern, dass sie super frisch sind. Beziehungsweise nur, wenn ich mal drauf sehe, dass sie irgendwie noch einen Monat haltbar sind, aber das ist selten, dass man das findet, dann mache ich das. Aber hier mache ich das jetzt nicht. Und da muss das natürlich abkühlen und dann kommt es in die Eismaschine. Hier seht ihr die Action jetzt. Ich habe jetzt hier so ein behelfsmäßiges Wasserbad gemacht, weil ich habe jetzt gerade nicht so eine richtige Schüssel da. Die muss ich mir noch kaufen. Thermometer 70 Grad, 75 Grad, nicht zu hoch. Und dann abkühlen lassen in den Kühlschrank. Dann geht es beim Eismachen später schneller. So, die Eismasse, die ich dann erhitzt habe, habe ich jetzt hier im Kühlschrank gehabt, damit die halt richtig kalt wird. Man kann ja nichts Heißes in die Eismaschine machen, die übrigens hier steht. Ihr seht, das ist ein bisschen angedickt, dadurch, dass das Ei quasi auch ein bisschen erwärmt wurde. Man muss aufpassen beim Erhitzen, wenn man es übertreibt, dann geht es halt kaputt. So, Eismaschine her. Ich stelle mal kurz mein Smartphone hier so hin. So, Eismaschine. Ja. Und jetzt können wir schauen, ob ich das hier einhändig irgendwie hinbekomme. Die ist übrigens nicht dreckig. Irgendwann verfärbt sich dieses Plastikchrom-Schrott. Die gibt es bei Amazon, ich verlinke sie euch mal, die ist echt praktisch und jetzt machen wir hier Power. Also man muss halt immer so einen riesen Eisakku in den Eisschrank packen, das ist halt ein bisschen blöd, aber dafür ist es günstiger als so ein Kompressor-Dingen. So, der Keksteig kommt natürlich als letztes rein. So, den Rest muss ich gleich auskratzen, das kann ich jetzt aber nicht gleichzeitig machen, dann müsste ich noch eine Hand haben. Jetzt warten wir hier. Lassen das Eis Eis werden und kurz vor Schluss kommt dann der Keksteig rein. Ihr seht, das Eis wird fest. In so einer Eismaschine hier wird das eh nicht so feste, wie wenn man das aus dem Tiefkühler holt. Deswegen, das ist jetzt aber gut so. Jetzt kommt der Keksteig und dann kann man sich das in seine Gefäße nach Wunsch natürlich dann einfrieren und dann aufbewahren. Also erstmal den Chocolate Chip Cookie Dough Chunks.
wir wollen nicht sparen, ne? Also einfach erstmal hier kräftig rein damit. So, vielleicht noch ein, zwei. So, wir haben ja noch mehr. Rein damit. Oh. Salted Caramel. Ich drehe das jetzt, lass das jetzt einmal andersrum drehen. So. Salted Caramel machen wir auch noch rein. Ups, ach ja. Naja, ups, naja. So, jetzt lasse ich das hier noch ein bisschen durchmischen alles. Und das ist jetzt das ultimative Ben & Jerry's Eis. Maschine aus. Kann man es hier auseinanderbauen. Ach, jetzt habe ich... Moment. So. Guckt es euch an, wie fantastisch es aussieht. Brutal. Ich glaube, das könnte lecker werden. Ich glaube, es lässt sich erahnen, dass es lecker wird. Das muss ich hier gleich noch abschlecken. Ich werde das jetzt hier in solche Click-and-Lock-Boxen machen. Dann noch ein bisschen durchfrieren. Aber zum Probieren werde ich mir natürlich gleich was wegnehmen. Wir wollen natürlich wissen, Alter, guckt euch mal diese Göttlichkeit an. Wir wollen natürlich wissen, ob es gelungen ist. Wobei ich glaube, Sahne, Zucker, Eier, Vanille, wohlbemerkt echte Vanille, jetzt also Vanillezucker, nicht Vanillinzucker, und der Keksteig, das wird verheißungsvoll, glaube ich. Das wird verheißungsvoll. Also wie gesagt, ganz wichtig, lasst es an sich im Teker noch ein bisschen durchfrieren, außer ihr mögt es schon so angetaut. Weil es hat jetzt die Konsistenz, als wenn es angetaut ist. Das könnt ihr sehen, es ist wirklich recht weich. Ich mag das auch. Ich würde es aber normalerweise jetzt noch mal ein bisschen reinstellen. Aber wir wollen es ja probieren. Also als erstes mal das Eis. Ihr seht auch richtig, das ist alles hier richtige Vanille, diese dunklen Stippen hier. Alter, was ist denn das? Ob das an dieser Bio-Sahne liegt? Das schmeckt so sahnig, wie ich, glaube ich, noch nie ein sahniges Eis gegessen habe. Wow. Kennt ihr das, wenn man manchmal nicht weiß, was gerade abgeht? Genauso fühle ich mich gerade. Das ist das sahnigste Eis, was ich mein ganzes Leben gegessen habe. Ich wette, das ist diese Rewe Bio beste Wahl Sahne. Die ist irgendwie sahniger. Ich habe ja schon oft dieses Eis gemacht, auch oft mit dieser Basis. Aber noch nie war das Eis so lecker. Vielleicht liegt es auch daran, wie ich das mit den Eiern... Ich habe übrigens dann zwei große Eier genommen und nicht zwei mittlere. Aber das wird jetzt auch nicht einen großen Unterschied gemacht haben. Mmh. Leute, dazu der Keksteig. Aber das Eis ist das Geilste. Der Keksteig ist ja lecker. Aber dieses Eis hier gerade... Das ist echt Porno. Das ist richtig Porno. Macht es unbedingt mal selber. Holt euch eine Eismaschine, nehmt die Rewe beste Wahl Bio-Sahne. Ich glaube, die macht hier gerade den Unterschied. Denn tatsächlich gibt es geschmackliche Unterschiede. Man sollte meinen, ja, Sahne ist gleich Sahne, aber nee. Also zum Beispiel der Rewe Bio Hüttenkäse ist der geilste. Der schmeckt tausendmal besser als alle anderen. Also das hier ist der absolut geilste Shit ever. Gut, ich möchte euch nicht neidisch machen. Das Eis schmeckt überhaupt nicht. Aber ich bin euch dankbar, dass ihr mir zugeschaut habt. Abo nicht vergessen, Daumen nach oben. Herzlichen Dank, adieu und ciao.